7 DAX-Anteile für 1000 Euro. Wer will 7 DAX-Anteile? Hier, ich gebe dir 950 dafür. Ah, ich nehme sie für 990. Akzeptiert. So entsteht der Preis eines ETFs. Durch Angebot und Nachfrage. Richtig? Jein. Wie das genau funktioniert und warum der Kurs nicht steigt, wenn am Monatsersten tausende Sparpläne auf einen MSCI World ETF gleichzeitig ausgeführt werden, erfährst du in diesem Video. Ich bin Susanne und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Just ETF Wissen. Ein Beispiel. Der Eurostoxx 50 ETF von iShares kostet 44,66 Euro pro Stück. Der ETF auf denselben Index von Amundi dagegen 108,86 Euro. Ist der eine nun ein Schnäppchen? Nicht wirklich. Um das zu verstehen, machen wir mal einen Schritt zurück. Wie kommt der Wert eines einzelnen ETF-Anteils zustande? Um das zu berechnen, gibt es verschiedene Wege. Einmal täglich schaut sich die Depotbank an, wie hoch die Vermögenswerte des ETFs sind, also zum Beispiel die einzelnen Titel, die er hält, plus Einnahmen durch Wertpapierleihe oder auch Dividenden, die noch nicht ausgeschüttet oder reinvestiert wurden. Davon werden die Verbindlichkeiten abgezogen, also sowas wie Handelskosten, Verwaltungsgebühren, Steuern und so weiter. Das Ergebnis teilt die Bank dann durch die Anzahl der ETF-Anteile, die gerade im Umlauf sind. Und damit hat sie den Preis pro Anteil. Das nennt man auch Nettoinventarwert. Den Preis einmal pro Tag festzulegen, das ist in der schnellen Börsenwelt aber viel zu langsam. Deshalb gibt es noch einen weiteren Weg, den Preis festzulegen. Den indikativen Nettoinventarwert. Der wird minütlich berechnet oder sogar noch häufiger. Dafür nimmt man den Gesamtwert aller Titel, die im ETF enthalten sind, und addiert das Cashvermögen des Fonds. Die Summe teilt man dann wieder durch die umlaufenden ETF-Anteile. Rechnen wir das mal durch. Bei ETF A liegt der Gesamtwert bei 500 Millionen Euro und er hat 25 Millionen Anteile im Umlauf. Dann kostet ein Anteil 20 Euro. Bei ETF B sind es auch 500 Millionen Euro Gesamtwert, aber er hat nur 10 Millionen Anteile ausgegeben. Also kostet ein Anteil 50 Euro. Der Kurs von verschiedenen ETFs auf den gleichen Index kann sich also unterscheiden, weil sie unterschiedlich viel Vermögen haben. Beispielsweise, weil der eine Dividenden ausschüttet und der andere sie reinvestiert. Aber auch die Zahl der ETF-Anteile hat einen großen Einfluss. Und hier gibt es einen großen Unterschied zu Aktien. Deren Anzahl ist begrenzt. Wenn die Nachfrage größer ist als das Angebot, steigt also der Preis. Bei ETFs ist das anders. Die Anteile eines ETFs sind variabel. Wächst die Nachfrage nach dem ETF, zum Beispiel weil Monatsanfang ist und ganz viele Sparpläne ausgeführt werden, wächst auch die Zahl der ETF-Anteile und der Preis pro Anteil bleibt gleich. Umgekehrt können auch Anteile vom Markt genommen werden, wenn die Nachfrage sinkt. Dieser Prozess, das Erstellen neuer und das Tilgen überflüssiger Anteile, nennt sich Creation-Redemption-Prozess. Und das funktioniert so. Ein ETF-Anbieter kauft die Aktien oder andere Wertpapiere, die im ETF enthalten sein sollen, nicht selbst, sondern er beauftragt jemand anderen damit, die sogenannten Authorized Participants. Die kaufen also die Aktien ein und geben sie weiter an den ETF-Anbieter. Im Gegenzug bekommen die Authorized Participants dafür ETF-Anteile, die sie dann wiederum über die Börse weiterverkaufen. Das ist die Creation. Bei einer einzigen Creation entstehen meist um die 50.000 neue Anteile. Und die Redemption funktioniert genau umgekehrt. Wenn zu viele ETF-Anteile im Markt sind, kaufen die Authorized Participants sie auf, geben sie an den ETF-Anbieter zurück und bekommen im Gegenzug dafür die entsprechenden Aktien. Was passiert jetzt also, wenn die Nachfrage nach dem ETF extrem steigt? So sehr, dass ein Anteil mehr wert ist als die Aktien, die darin enthalten sind. Dann setzt sich der Creation-Prozess in Gang. Die Authorized Participants kaufen neue Aktien, geben sie an den ETF-Anbieter und bekommen neue Anteile. Dann passiert Folgendes. Einerseits steigt der Kurs der Aktien ein wenig, weil ja nun mehr Nachfrage da ist. Und gleichzeitig sind nun auch mehr ETF-Anteile auf dem Markt, also sinkt der Wert des einzelnen Anteils. Das geht so lange, bis das Verhältnis wieder stimmt. Wenn also ganz viele Sparpläne auf einmal ausgeführt werden, könnten die dann dazu führen, dass die Aktienkurse der jeweiligen Unternehmen steigen? Theoretisch ja, ein wenig. Praktisch ist der Einfluss aber nur minimal. Nehmen wir als Beispiel mal einen der beliebtesten Indizes bei uns, den MSCI World. Die größte Position darin ist Apple mit rund 5%, mal mehr, mal weniger.
Wenn nun an einem Tag ETF-Anteile in Höhe von 1 Million Euro gleichzeitig gekauft werden, dann bedeutet das, 50.000 davon gehen an Apple. Im Vergleich zum Marktwert von Apple ist das nicht besonders viel. Der liegt nämlich gerade bei fast 3 Billionen Euro. Sind Angebot und Nachfrage also komplett irrelevant? Nicht ganz. Wenn es große Unterschiede gibt, also beispielsweise die Nachfrage deutlich größer ist als das Angebot, dann verändert sich der sogenannte Spread, also die Spanne zwischen An- und Verkaufspreis. Besonders groß ist der Spread, wenn wenige Marktteilnehmer unterwegs sind und handeln wollen, also zum Beispiel außerhalb von Börsenzeiten. Deshalb ist es meistens günstiger, zu Börsenzeiten zu handeln. Am Ende gleichen sich die Kurse aber dem Nettoinventarwert an, den ich am Anfang erklärt habe. Deshalb macht es wenig aus, wenn am Monatsanfang ganz viele Sparpläne ausgeführt werden. Wenn du ETFs auf den gleichen Index miteinander vergleichen willst, ist der Kurs also letztlich nicht so relevant. Worauf es ankommt, ist die Performance, also die prozentuale Entwicklung. Die ist bei ETFs auf denselben Index in der Regel größtenteils identisch. Lass uns gern ein Like und ein Abo da und ansonsten wünsche ich dir viel Erfolg beim Anlegen und bis zum nächsten Mal.